Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 30. November 2022? Hallo Leute, da ist wieder Mario aus dem wunderschönen Thailand. Und wir beginnen gleich mit dem Wetter. Das Wetter schaut gut aus und wir haben eine Meldung des thailändischen Wetterdienstes, dass ab dem 2. November eine Kältewelle nach Thailand kommen soll, unterstützt von starken Winden, und das ist wahrscheinlich dann auch wirklich der Beginn der Winterzeit hier in Anführungszeichen. Im Weiteren gibt es eine Meldung aus Phuket, dass seit dem 1. Mai bereits über 900.000 Menschen eingereist sind, und wenn man so schaut, was gerade auf Phuket läuft und auch die Zahlen anschaut, wie viel Geld das aktuell die Touristen nach Phuket bringen und dort auch ausgeben, dann muss man sagen, hat sich Phuket zu plus minus 80% wieder erholt von den Zahlen, die man noch vor Covid hatte. Also es ist auch wirklich zu sehen, dass aktuell sehr, sehr viel los ist auf Phuket. Ich würde sogar behaupten, dass Phuket eigentlich der Ort ist, wo am meisten läuft. Vor allem für diejenigen, die halt noch ein bisschen eine Touristendestination suchen oder eine Feriendestination, wo auch das meiste geöffnet hat und auch viel Unterhaltung stattfindet. Auch beeindruckend sind die Zahlen von den Besuchern, und zwar haben wir hier auch offizielle Zahlen, dass aktuell die Russen die meisten Einreisen haben in Phuket. An zweiter Stelle sind die Inder, dann kommen schon Australier, Briten und dann bereits die Deutschen. Also es zeigt auch jetzt, dass die Menschen aus dem Westen vermehrt wieder einreisen und vor allem eben nach Phuket. Ja, als Ergänzung kann man hier auch noch sagen, sollten die Chinesen auch einreisen können, was ja aktuell nicht der Fall ist. Also die reisen ja nur begrenzt nach Thailand wegen den heftigen Null-Covid-Maßnahmen, die sie ja jetzt in China wieder haben. Aber sollten die Chinesen auch kommen können, denke ich, würde ein ziemlich schnelles Recovery, also eine Erholung im Tourismusbereich, wieder stattfinden. Und für diejenigen, die vor 2 Jahren oder so auch schon hier auf dem Kanal waren, die haben das von mir auch immer gehört, während die halbe Welt Panik geschoben hat und gesagt hat, hey, das wird sich nie mehr erholen, der Tourismus, der stirbt, das wird nie mehr so sein wie früher, es wird wieder so sein wie früher, es ist nur eine Frage der Zeit. Dann Thema Einreise und Aufenthalt, da gibt es keine Änderungen, nach wie vor kriegt man bei Einreise 45 Tage Aufenthalt und das Ganze ist ja noch bis zum 31. März gültig, außer es wird dann verlängert. Im Weiteren ist dasselbe Problem, dass die meisten haben dieses E-Visa, da haben immer noch viele Leute Probleme oder finden sich da nicht zurecht oder machen irgendwelche Fehler und müssen dann die Kosten tragen und nochmals von vorne starten. Auch hier, ich kann nichts anderes sagen als für die, die Probleme haben. Ich habe hier eine Visa-Agentur, die von euch empfohlen wurde, mit der ihr sehr zufrieden seid, und die kann ich auch guten Gewissens weiterempfehlen. Die machen alles für euch. Da kann man auch die Unterlagen per Post einreichen, und für diejenigen, die Probleme haben mit dem ganzen elektronischen Hochladen etc. und. In einem der letzten Videos habe ich mal gesagt, dass eine Vereinigung versucht, die Öffnungszeiten der Bars zu verlängern. Aktuell sind ja an den meisten Orten, mit ein paar wenigen Ausnahmen, sind die Bars und vor allem das Nightlife nur bis morgens um 2 geöffnet. Und früher war das ja bis 4 Uhr morgens. Man hat das ja in den letzten Monaten versucht zu verlängern, war aber noch nicht erfolgreich. Jetzt wird die nächste Petition eingereicht. Also man hofft da weiterhin, dass man die Öffnungszeiten bis um 4 Uhr verlängern kann. Aber aktuell sind sie nur bis 2 Uhr offiziell für ganz Thailand. Wie gesagt, es gibt einzelne Ausnahmen an verschiedensten Touristenspots. Dann ein kleiner Hinweis für diejenigen, die Geld mit nach Thailand nehmen wollen, um hier zu wechseln. Was ja eigentlich das Beste ist, weil die Wechselkurse hier in Thailand sind sehr gut. Vor allem bei Superrich oder eben am Flughafen Suvarnabhumi unten. Dort spielt es keine Rolle, welche Wechselstube man nimmt, aber dort bei der Metro, ganz, ganz unten bei der Metro, dort hinten, ein bisschen versteckt, dort sind die guten Wechselstuben. Jetzt aber auch hier, ich sage ja immer, wenn ihr Geld wechseln möchtet, kommt mit etwas größeren Euroscheine nach Thailand und wechselt dann bei der Wechselstube. Da kannst du zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, 500 bis 1000 Euro mitnehmen in jeweils 100 Euro Scheine und dann immer mal wieder so ab und zu ein 100er wechseln und kriegst ja wieder so plus minus 3000 Baht. Und dann hast du wieder etwas Geld für den Tag, musst du nicht alles auf einmal wechseln und dann hast so einen Haufen Kohle
aber da kann man immer so langsam ein bisschen wechseln. Hier ist aber wichtig, Leute, dass einige Wechselstuben, die nehmen keine Scheine höher als 100 Euro. Also kommt hier bitte nicht mit Euro-Scheine, die höher sind als 100 Euro. Ihr könntet dann eventuell Probleme haben, diese zu wechseln. Und dann müsst ihr vielleicht zur Bank gehen. Die meisten Banken, aber auch nicht alle, wechseln auch hohe Euro-Scheine. Aber meistens hat man dann vielleicht auch einen schlechteren Wechselkurs dort. Dann kommen wir zu den etwas schlechteren News aus Thailand. Und zwar die erste ist diese Krankheit, von der habe ich auch mal berichtet in den letzten Videos, und zwar im Meer. Und das ist diese Yellow Band Disease, also eine Krankheit, die Korallen befällt. Und offensichtlich sind jetzt im Golf von Thailand schon über 1000 Rai. Das ist eine Maßeinheit in Thailand. Eine Rai ist 1600 Quadratmeter. Also 1,6 Millionen Quadratmeter an Korallen sind von dieser Krankheit befallen und sterben ab. Das ist eine größere Katastrophe. Jetzt hat aber auch da das Department of Marine and Coastal Resources um Hilfe gebeten. Vor allem auch verschiedenste Projekte, damit man da gemeinsam was dagegen machen kann und eben auch schaut, wie man diese Krankheit bekämpfen kann. Ja, ist eigentlich sehr traurig, wenn man sieht, wie hier die Unterwasserwelt ausschaut. Das ist ja einer der schönsten Orte auch, um zu tauchen. Und hoffen wir mal, dass sie dieses Problem in den Griff bekommen. Eine weitere Meldung, die ich als negativ bewerte, aber es war eine Frage der Zeit, habe ich auch angekündigt vor knapp 2 Jahren, dass das irgendwann kommen wird. Und zwar geht es um das Thema Steuern. Thailand ist für Ausländer sehr interessant, weil man in Thailand als Ausländer kaum Steuern bezahlt und vor allem auf Vermögen keine Steuern bezahlt. Also man kann ja problemlos Vermögen von Europa nach Thailand senden, ohne das in Thailand besteuern zu müssen. Jetzt gibt es da aber eine Änderung, die wurde bereits beim Kabinett durchgewunken, und zwar Aktien, also alle Leute, die in Aktien investieren. Ich bin jetzt mir da nicht so ganz sicher, ob das nur der thailändische Stock Market betrifft oder ob das allgemein die Leute betrifft, die in Thailand leben und in Aktien investieren. Die müssen wahrscheinlich in den kommenden Wochen, wird das dann in der Royal Gazette, also das ist die amtliche Ausgabe, dort muss es noch publiziert werden. Das ist eine Frage von Tagen oder Wochen, und dann ist das offiziell, und dann werden Aktientradings, also das Handeln mit Aktien, wird besteuert mit 0,1%. Ist zwar nicht wirklich viel, aber was interessant ist, ist, dass nicht nur Gewinne besteuert werden müssen, sondern sämtliche Tätigkeiten, also auch Verluste, müssen versteuert werden mit diesen 0,1%. Aktuell habe ich da noch keine detaillierten Hintergrundinformationen, wie denn das Ganze abgerechnet werden soll und ob das auch Ausländer betrifft, weil es ist ja für uns nicht so einfach, eine Steuernummer hier zu bekommen, vor allem wenn man nicht arbeitet. Und ja, da muss ich jetzt mal noch abwarten und mich ein bisschen umhören, wie das dann in Zukunft sein wird, ob das uns Ausländer auch direkt betrifft, wenn wir im Ausland oder in Thailand mit Aktien handeln. Heute geht das ja relativ einfach über Apps. Und ja, was aber da noch wichtig ist zu sagen, ich persönlich halte auch Kryptowährungen, beziehungsweise eine Kryptowährung, da geht es bei mir um Bitcoin, und davon haben sie noch nichts gesagt. Also offensichtlich ist von dieser Steuer nur der Aktienmarkt betroffen. Klar, man kann auch über einen ETN in Bitcoins investieren, das geht auch, dann wär Bitcoin wieder betroffen. Aber der Kryptomarkt im Allgemeinen, der soll ja erst im 2023 neu angeschaut werden, ob das besteuert wird oder nicht. Und wenn ich da was erfahre, werde ich euch das mitteilen. Dann gibt es aber auch eine kleinere positive Nachricht aus dem Finanzbereich, und zwar wird heute die Bank of Thailand, also die thailändische Zentralbank, den Leitzins erhöhen. Ist zwar eine schlechte Nachricht für die Menschen in Thailand, die bei der Bank einen Kredit aufnehmen müssen, aber eine etwas bessere Nachricht für diejenigen, die etwas Geld noch auf dem Bankkonto haben. Die kriegen jetzt kriegen die 0,25% mehr Zinsen, wenn es dann auch weitergegeben wird an den Sparer. Thailand hat den Leitzins um weitere 25 Basispunkte erhöht.
Das heißt, wir sind aktuell bei 1,25% total. Dann gibt es auch noch eine positive Nachricht aus Koh Samui, und zwar ist jetzt das erste Kreuzfahrtschiff nach Covid endlich mal wieder nach Koh Samui gefahren bzw. hat dort angedockt. Über 2000 Personen, mehrheitlich aus Europa, sind dann an Land gegangen. Und ja, es ist damit zu rechnen, dass jetzt auch Kreuzfahrten so langsam wieder etwas anziehen und halt auch bei den größeren Häfen Phuket, Pattaya und eben auch Koh Samui wieder den einen oder anderen Touristen nach Thailand bringen. Ja, das war's von heute. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Grüße aus dem wunderschönen Thailand.